Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Campus. Wir sind bei unserem letzten Stern, müssen noch unsere Attraktivität um ein paar Prozent steigern, noch eine knappe halbe Million verdienen und die Campusstufe in Gänze noch ein klein wenig erhöhen. Wir machen erstmal eine SZ-Party, die Studenten wünschen sich das und die darf natürlich auch gerne mal ein bisschen länger gehen. So, Campusstufe erhöhen, das können wir natürlich vor allem unter anderem mit mehr Studiengangpunkten, mehr Gebäuden. Wir haben hier ja schon ein bisschen was dazu gekauft. Da könnten wir jetzt noch entsprechend nachbessern. Die Frage ist, was wollen wir da reinbauen? Was könnten wir da noch brauchen? Wir könnten erstmal noch ein paar Assistenten brauchen, die hier an diesen Ständen zum Beispiel arbeiten. Das würde nämlich auch was für unsere Campusstufe tun. Zack, schon haben wir Stufe 24 erreicht. Wir drehen noch mal ein bisschen an der Temposchraube. So. Assistent wird in die Bibliothek gebeten. Einfach mal hier ein bisschen was für die Optik. So, ein Plus von 27.000 finde ich doch nett. Nehme ich gerne. Wir schauen mal uns die Heatmap für die Attraktivität an. Da sollte man, glaube ich, vor allem schon, dass wir auf den Wege noch für ein bisschen Attraktivität sorgen und für drinnen irgendwas Dekoratives hinstellen. Zum Beispiel Ette hier. Zack. Können wir dich auch draußen? Ja, das können wir. Sehr schön. Dann machen wir draußen noch ein bisschen Dekoration, dass die auf den Wegen auch das Ganze als ein bisschen hübscher empfinden. Na gut, das ist nur für Unterhaltung. Ah, guck mal hier, der sieht doch gut aus, das U. Wir haben ein Marketing-Projekt abgeschlossen. Dann nehmen wir hier noch einen Brunnen hin. Guck mal, kriegen wir hier auch einen? Yes. Da passt doch bestimmt auch noch irgendwas hin, na, wobei. Ne, da stehen die Automaten. Hm. So. Was haben wir hier? Bericht von Banken Records. Immerhin 5.000 plus. Jetzt haben wir hier leider... Oh, 88.000. Miese. Das tut schon ein bisschen weh. Und das von der Orbit-Stiftung habe ich jetzt leider ein bisschen zu schnell weggeklickt. Ich glaube, wir haben da irgendwas Neues, Ausstattungsmäßiges. Bei den hatten wir schon. Oder müssen wir das erst mit Kudos freischalten, das nächste? Was ist das denn? Oh, die ist ja mal schick. Die möchte ich haben. Zack. Der Körper ist ein Tempel. Also stopft ihn nicht mit Chips voll. Wo können wir noch ein paar davon hinhauen? Oh, das hier ist sehr unattraktiv. Das ist ja gar nicht mal gut. Goldene Schalter, schön. Sir Nigel Bittleworth auf Two Point Radio. Können wir den Brunnen noch rein? Nee, der passt auch, glaube ich, gar nicht. Hat eine weitere Universität für die angehenden Eierköpfe und Bücherwürme des Two Point County die Tore geöffnet. Zuhörer mögen sich entsinnen, dass ich nicht viel von neuen Universitäten halte, weil sie einfach nicht alt und dementsprechend nicht gut genug sind. Können wir hier wenn sie was an die Wand gut machen? Wären, hätte sie es schon viel länger gegeben. Das nennt man Logik, werte Studenten. Was können wir da machen, um das Klo ein bisschen aufzuschrecken? Pflanzen passen, die Dusche meine ich. Pflanzen passen da rein. So. Da genauso. Da kommen die guten an den Pflanzen, die regeln das schon. Zack. So, wir füllen jetzt mal sämtliche Lücken hier mit Pflanzen auf. Also sämtliche Attraktivitätslücken, meine ich natürlich. Machen jetzt nicht alles voll mit Pflanzen. Ach, guck mal, wir haben schon 85%. Ja, guck mal, schau, jetzt müssen wir nur noch die Stufe ein bisschen hochkriegen. Shoegrace wollt ihr haben? Gerne. Kriegt ihr. Was wollt ihr noch haben? Einen romantischen Film. Oh, das ist so romantisch. Ja, gerne doch. Kleiner Verlust und da geht die Odyssee weiter. Sich großartig zu amüsieren.
Würde ich hier einen riesigen Aufenthaltsraum machen? Ja, möchte ich. Das heißt, für die Hitzekarte weg. Schön mit einer Sitzgruppe hier hinten. Kirchenzeile hier hinten. Natürlich mit Kühlschrank. Ihr wisst, was zu tun ist. Party in der Mitte. Dart. Mülleimer. Es soll an nichts mangeln. Alles soll schick sein. Ne, Dart haben wir schon. Ein paar Automaten kommen da auch hin. Ihr wollt ja auch mal was snacken zwischendurch. Aber wir schieben dich ein bisschen nach hier unten. Dann machen wir hier nämlich den Gaming-Bereich hin. Zack. 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 Haben wir nicht noch diese Spieltische? Wo sind die denn? Ach, da oben. Ja, stimmt. Hier. Davon zwei. Davon zwei. Zwei Kicker. Ich habe gesagt, zwei Kicker. So. Noch was Schönes. Ne, nehmen wir erstmal so. Zur Erinnerung, man isst, was man isst. Horrorfilm, gerne, kriegt ihr. Und wir haben ein Karriereziel erreicht. Was denn? Hausmeister. 100 Mitarbeiter vom Typ Hausmeister weitergebildet. Ja, nicer, da ist er. Apropos, vielleicht sollte ich noch ein paar einstellen, die verteidigen können. Würde auch gleichzeitig unsere Campus-Bewertung verbessern. Aufenthaltsraumparty, gerne doch. Aber dann nehmen wir doch mal den neuen Aufenthaltsraum. Der ist viel größer. So, damit ihr ein bisschen Vorlauf kriegt. Und warte mal, nee, ich wollte doch hier den Raum noch mal ein bisschen editieren mit einigen Blümeleien. Willkommen zurück! Dieser Tage scheint ja jede Woche eine neue Universität eröffnet zu werden. Ein Umstand, der mir Rätsel aufgibt. Dennoch scheint es angebracht, der Gründung einer weiteren Einrichtung für Spielspaß und ein bisschen Lernen zu gedenken. Lasst uns nun in Erinnerung 106.000 Verlust, das ist natürlich nicht so schön. Dieses Gefühl, dass wir auf irgendeine schwer gegensteuern. Ich frage jetzt nur, wie sinnvollerweise. Besser war. Woher kommt dieses Gefühl? Sehen wir die Vergangenheit durch eine rosarote Brille? Gut möglich. Also warte mal, die Vorlesungssäle, die sind ja, glaube ich, alle up-to-date und verbessert. Ich stelle noch mal ein paar Dozenten ein für Nachhilfe. Ja, wie viel haben wir geschafft? 8 und nur einer ist entkommen, sehr schön. Macht ein Plus von 5.000, die nehme ich sehr gerne. Hausmeister für die Reparatur benötigt. Ja, wo denn? Steppt auf jeden Fall der Bär, finde ich super. Ja, 81.000 gewinnen, die nehme ich doch schon viel lieber. Ich würde sagen, wir helfen uns jetzt noch mit ein bisschen Personal. Dann können wir nämlich dieses Level alsbald abschließen. Zack und fertig. Sehr schön. Upper Etching. Anfangs war ich von ihrer Herangehensweise an die Musik von Studierenden nicht überzeugt. Sie wirkte abstrus, laut und schlicht und einfach lästig. Meine Kontakte bei Bungle haben mir allerdings versichert, dass sie damit durchaus Erfolg hatten. Dementsprechend will ich hiermit klarstellen, dass ich schon immer ein großer Fan ihrer Arbeit und der sogenannten künstlerischen Erzeugnisse ihrer Studierenden war. Sehr schön, wir haben eine neue Büste für die Odyssee freigeschaltet und Jasmine Odyssee als neues Event. Wir fahren nochmal kurz fort, weil ich will mir zumindest diese Büste anschauen. Die können wir, glaube ich, nur in der Bibliothek aufstellen. So, Odyssee, da ist das Ding. Zack. Das ist ja trischig. Traumhaft. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen einen Cut und beim nächsten Mal machen wir mit der nächsten Karte weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder am neuen Campus. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.